Molto bene, grazie George. Sehr gut, danke George. Als nächstes Herr Stadler und dann Marc Tarabella. Ich möchte dort anknüpfen, wo der Kollege Agnew aufgehört hat. Ich glaube auch, dass es überhaupt keinen Anlass gibt für diese Saatgutverordnung und dass der Protest der Menschen eigentlich ungewöhnlich scharf und ungewöhnlich hoch ist und breit angelegt ist. Ich habe auch sehr, sehr viele Reaktionen bekommen, zumal das, und das hat die Frau Kollegin Kadenbach schon angeschnitten, auch in der österreichischen Öffentlichkeit dazu sehr, sehr kritische Stimmen gegeben hat. Es ist eine vollkommen unnötige, durch nichts indizierte neue Regelungswut der Kommission, die hier stattfindet. Keine, wie Sie gesagt haben, Massenpflanzenfäulnis oder irgendwelche andere Vorkommnisse in der Landwirtschaft, die eine derartige Saatgutverordnung verlangen würden. Es ist überhaupt nichts geschehen, sondern es ist schlicht und einfach das Interesse der Agrarindustrie, die das haben möchte. Und es ist auch keine Frage des Gewährleistungsrechts, wenn ich an den Kollegen Jahr und an die Wortmeldung des Kollegen Dorfmann erinnern darf. Schon bisher kann sich der, der ein Saatgut kauft, aus dem Titel der Gewährleistung gegen den, der ihm nicht verkauft hat, was er ihm angeblich verkaufen wollte, regressieren. Dazu braucht er keine Kommission. Dazu braucht er kein Zulassungsverfahren, kein zusätzliches. Dazu braucht er auch keine neue Saatgutverordnung. Dieses Gewährleistungsdefizit ist nirgends so groß, jedenfalls in Deutschland nicht, meines Wissens, und auch in Österreich nicht, dass es diese Verordnung bräuchte. Der, der Saatgut kauft, kann sich bei dem, der ihn verkauft hat, wenn das Saatgut falsch ist oder wenn das Gewährleistungsrecht ihm dazu die Möglichkeiten gibt, kann er sich jetzt schon schad- und klaglos halten und kann das ohne weiteres nachweisen und braucht dazu diese Saatgutverordnung mit absoluter Sicherheit nicht, sondern es ist ein zusätzliches Zulassungsverfahren, das zudem noch weitere Produzenten mit erfassen möchte, die schlicht und einfach durch bürokratische Hemmnisse in Zukunft vom Markt verdrängt werden sollen. Denn wer tut sich denn leichter mit der Bürokratie? Der Große natürlich, der den Apparat dazu hat. Und jener, der ihn nicht hat, der wird sukzessive mit bürokratischen Mitteln vom Markt verdrängt. Das ist der Hintergrund. Und das betrifft auch kleinere Unternehmen. Natürlich gibt es auf dem Markt auch sogenannte KMUs, die aber eine marktbeherrschende Stellung haben, die durchaus in der Lage sind, diese marktbeherrschende Stellung gegen kleinere auszubauen. Aber draufzahlen tut dabei immer der Kleinere. Draufzahlen tut dabei immer der, der sich in Nischenprodukten aufhält. Und daher ist die Tendenz mit dieser Saatgutverordnung vorgezeichnet, dass auf dem Markt immer stärker homogene, zertifizierte Produkte landen werden, für die man dann auch gleichzeitig schon das Pestizid mitdesignt. Das ist ja alles dann sozusagen ein Paket, das dann die Agrarindustrie dann für die Käufer anbietet. Und gegen diese Tendenz legt sich Widerstand bei der Bevölkerung. Und das ist gut so. Und daher glaube ich, dass es Regelungsänderungsbedarf gibt. Da stimme ich dem Kollegen Silvestris zu. Allerdings in eine andere Richtung, als er es hier vorgezeichnet hat. Nicht die Zahl der Unternehmen noch mit auszuweiten, das heißt die Mikrounternehmen noch weiter zurückzudrängen und noch mehr Unternehmen in den Regelungsbereich dieser Saatgutverordnung einbeziehen, sondern ganz im Gegenteil. Man muss diese Saatgutverordnung, wenn man sie überhaupt machen will, auf die großen, auf die marktbeherrschenden Unternehmen konzentrieren und beschränken. Der Rest regelt sich selber. Dazu braucht es keine Europäische Kommission und keine Europäische Union.